Großbrand in Oldenburg um Stede in der Großbornhorster Straße. Gegen 12 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr Oldenburg ein. Ein altes Bauernhaus war in Brand geraten. Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehr breitete sich durch den starken Wind das Feuer auf weitere Gebäude aus. Das ungünstigste Haus ist leider in Brand geraten mit einer weichen Bedachung. Das ist ein Reetdachhaus auf der Seite dort drüben. Und durch den starken Wind angefochten war auf der Einsatzfahrt schon hier zu sehen gewesen, dass das Haus im Vollbrand steht. Und beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hat sich der Brand schon auf das Nachbargebäude ausgebreitet, ebenfalls ein Reitdachhaus. Und im weiteren Einsatzverlauf, ungefähr 15, 20 Minuten später, stand das dritte Haus auch schon im Brand, das Dach. Und das konnten wir aufgrund des starken Windes auch nicht mehr halten. Wir haben uns konzentriert in unserer Arbeit auf das zu schützende Nachbargebäude der einzelnen Gehöfte und haben auch glücklicherweise, muss man auch wirklich sagen, mit viel Glück und sehr starken Einsatzaufkommen mit Löschwasser und Einsatzkräften das Nachbargebäude halten können. Die 125 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oldenburg und der Freiwilligen Ortswehren schafften es, das Feuer einzudämmen, sodass eine wertvolle Oldtimer-Sammlung aus dem Gebäude gerettet werden konnte. Die Feuerwehren konzentrierten sich im weiteren Verlauf des Einsatzes auf die umliegenden Gebäude und sicherten sie vor einem Übergreifen der Flammen. Wir müssen natürlich leider sagen, dass die betroffenen drei Anwesen heruntergebrannt sind. Da hatten wir keine Chance mehr, die Gebäude ausreichend löschen zu können. Wird jetzt nur noch abgelöscht. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann durch einen herunterfallenden Ast schwer verletzt. Er schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Ein Helfer aus der Nachbarschaft erlitt bei dem Versuch, Sachgegenstände aus den Flammen zu retten, eine Rauchgasvergiftung. Glücklicherweise haben wir keine weiteren Personenschäden. Insgesamt für den Ortsteil hier ist es ein sehr trauriger Tag, muss man sagen. Also man kann es ja auch sehen, im Grunde genommen, die Nachbarschaft sind alle sehr, sehr betroffen. Es ist ein trauriges Kapitel für Oldenburg-Bornhorst. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Funkenflug aus einem Schornstein kommt jedoch als mögliche Ursache in Frage. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag an.